Augen auf, hören zu. Hier sind wieder Brainless Play und ich bin hier mit Ferner Valley. Und ich mit Saffron. Heute spielen wir wieder mal Deadpool. Genau, willkommen. Wir haben aufgehört, das letzte Mal. Nachdem wir diesen komischen einen Sack auf die Brücke haben fallen lassen. Und diese verdammten D-Promis haben ihn uns geklaut. D-Promis, die Schurken. Egal. Also, rein ins Spiel. Ist Saffron. Also macht das euch auf Gefühl. Ja, von wegen. Befehle. What? Who? Genau. Okay. So. Wo ist er? Da. Ja, gut, jetzt funktioniert's. Ja, wir haben gerade die Steuerung nochmal getestet. Ist schon ein bisschen länger her für uns seit der letzten Folge. Wie machst du das jetzt? Dass du da 53 irgendwie nicht mehr? Macht automatisch, wenn man von Anfang an in der richtigen Richtung ist. Okay. Ja, ja, genau. Manchmal lässt er einfach die Waffen. Ich schmeiß ein paar Granaten. Nicht auf den. Das ist eine Leiche. Ich weiß. Leichen verhören sind lustig, aber auch... Oh oh. Die Granaten sind wirklich nicht sonderlich weitreich. Töten. Okay. Can you send it back? Or just... Oh, unsere Lieblingskugel. Moment. Gib sie zurück. Ja, wir haben neue Verbesserungen, die wir uns kaufen können. Kauf mich. Ich will die Hämmer. Aber ich will auch alles. Wir warten für die Hämmer. Ja. Wir warten auf Hämmer. Ah, Geld. Schadenskombo, Heilkombo. Ja, ich krieg auch Geld. Oh, Heilkombo, das wäre eigentlich gar nicht schlecht. Was geht's denn da bei welcher Wir kriegen Waffe Leben, wenn wir Kombos machen. Bei welcher Waffe bist du Bei gerade? Jeder Waffe, das ist Spielerverbesserung. Das wäre gar nicht, okay. So schlecht wie wir spielen, ist das eigentlich eine wunderbare Investition. Ja, aber so schlecht wie wir spielen, bräuchten wir auch einen Aimbot. Obwohl wir schon einen haben. Der ist gerade irgendwie in die Ende. Da ist ein neuer. Ich weiß, machst du Arschschaschlik, aber... So ein bisschen was hier schon. Okay, das war schmerzhaft. Weißt du, was wirklich mies ist? Wenn sich die Gegner nicht an 90 Grad der Wende halten müssen. Ja. Du hast Momentum. Und du hast so gut wie nichts getroffen. Aber schön, dass Deadpool das auch schon mal irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich nicht so nutzlos bei diesem Spiel. Ja. Wir machen recht wenig Schaden. Ja, ich glaube, wir sind halt gepanzert. Ja, natürlich. Wir sollten vielleicht doch mehr Upgrades kaufen, bevor wir uns an die Himmel wagen. Naja, wenigstens fresse ich keinen Schaden mehr, weil ich... Na, du frisst ihn schon, du hältst ihn nur weg. Ja. Also, komm zu mir. Und ich habe schon wieder genügend Momentum für eine wunderbare Attacke. Ob man diesen Teleport auch nur für irgendwelche dämlichen Akrobatik-Einlagen benutzen muss. Okay, wen als nächstes? Wo ist der nächste? Geht's hier lang weiter oder? Ja. Deshalb schauen wir mal da lang. Ja. Und wir werden belohnt. Ja, mit Munition für eine Waffe, die wir noch nicht haben. Warum haben wir nicht schon alle Waffen? Ich will alle Waffen. Hier scheint es aber auch weiter zu gehen. Bärenfalle. Und Geld. Punkte. Geld ist gut. Mir egal wie es heißt, das ist Geld. Ah, ich kann nachladen. Wunderbar. So, und wohin ist das? Töten wir. Warum hast du wieder geschossen? Ich hatte Angst, sie hat Magie benutzt. Du bist Deadpool! Ja, da sieht's für mich nach Wandschrank aus. Ja, die grünen Blinkeleuchten waren ganz leicht zu übersehen. Ja, wirklich. Das hast du gut gemacht. Es braucht schon eine Menge Skill, um sowas zu übersehen. Ja, da sind wir rein, sind nochmal ein paar Münzen. Mehr Punkte, wir brauchen jetzt unbedingt mal eine Verbesserung. Wow, das sieht irgendwie... kleines bisschen hart aus. Ein Level-Mini-Boss.
Naja gut, der letzte Miniboss, den wir dachten, dass es ein Miniboss wäre, war dann doch irgendwie bloß ein Kerl mit einer lustigen Knarre. Ja, und dann kam noch einer und dann war es vorbei. Also kommt der Kerl wahrscheinlich auch wieder zurück. Oder dreimal. Oder viermal. Okay. Deathpool schlägt zu. Ja. Deathpool schlägt zu. Deathpool schlägt zu. Deathpool schlägt zu. Deathpool weit. Mach dann. Deathpool schlägt zu. Deathpool schlägt zu. Deathpool wird getroffen. Deathpool schlägt zu. Deathpool wirft eine Granate. Auf die Leiche. Und schändet die Leiche. Ja, ich konnte diese Einlage gerade nicht wirklich intelligent kommentieren. Aber dafür bin wir schänden nochmal die Leiche. Mehr Granaten? Nur weil wir wieder Granaten haben. Ja, nur weil wir wieder Granaten haben, mehr Granaten. Und wie viel kostet denn diese verdammten Waffen hier? So viel. Ja. Ich meine, so kleine Wurfsachen, die kosten nicht ganz so viel. Ich weiß nicht, wie viel die bringen. Verdammt. Ach ja. Ach ja, Teleport. Ja, wir sind ja Deadpool. Zum Glück. Aua. Zum Glück habe ich meinen Teleport nicht eingepackt. Why am I doing this? Das frage ich mich auch. Weil es lustig ist. Und weil wir heilen. Zeig uns. Oh, nix kaputt. Zeig uns was. Was wolltest du jetzt von ihm bitte schön sehen? Ich wollte ihn nackt sehen. Er ist nicht sonderlich ansehnlich. Er hat ganz schön viele Narben überall am Körper. Ja. Sein Healing Factor scheint bei seiner Haut irgendwie ein bisschen auszusetzen. Wow. Die war irgendwie gar nicht so schlecht. Töten. Und das ist der Grund, warum ich spiele gerade gerne etwas auf leicht. Es macht einfach viel mehr Spaß, sie zu schnetzeln und ja, zack. Glaub, langsam habe ich kriege ich den The Hang of It. Ich habe den Bogen langsam raus, heißt es auf Deutsch. Ja, oder den Dreh. Das passt. Was? Du warst bei den Intelligenzen der Reihe langsam. Glaube ich. Ich hab den ganz gut gekriegt. Also. Oh. Er hat es vielleicht. Good, babe. Ja. Nein. Nein. Your chesties look unbelievable. I can help you get off that villain D list. Kill this pansy. Okay, so kriegt man Frauen rum. Okay. Okay, was? Ich glaube, das wird jetzt halt immer schwerer und immer schwerer und. Ja, ich wette, der Endboss ist nochmal so ein wunderbarer Kristallheini. Du meinst ein ungeschliffener Diamant? Oh, werden wir poetisch. Ich weiß nicht, mir ist nichts Dämlicheres eingefallen. Genau wie den Entwicklern von diesem Spiel. Hm, lass mich raten, am Ende des Kampfes fallen wir durch den Boden. Das wäre zumindest mal was Neues. Warum sind die blau? Ah, oh, guck mal, du musst den da hinten töten, der hat irgendwie so ein Schildsymbol drüber. Der macht denen ein Schild vielleicht. Tja. Oh, man kann die Gegner von der Kante stoßen. Was passiert denn nicht von der Kante stoßen? Das will ich gar nicht wissen. Ja, du kannst sie wirklich einfach nur von der Kante stoßen. Ich glaube, Deadpool ist nicht so dumm. Ja. Außerdem hätten wir ein Tele... Oh! Okay, das klingt nicht gut. Das klingt sehr gut, wir dürfen gegen die Brüste kämpfen. Mach sie nicht kaputt, die brauchen wir vielleicht noch. Wir leihen ihr einfach ein bisschen von unserer Heilfähigkeit. Okay. Wuhu! Du ziehst dir wirklich nicht allzu viel ab. Und du solltest aufpassen. Du kannst dich hier nirgendwo verstecken, um deinen Healing Factor wieder reinzukriegen. Aber ich kann ausweichen. Ja, stimmt. Aua! Ich sollte ausweichen. Aber ja, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Vorspiel. Sie blutet. Ja. Das ist mies. Ach ja, stimmt, wir haben ja diese 5 Blutung geskillt auf unseren Schwert. Ah. Deswegen. Max Combo. Schön.
Oh, das war gewaltig daneben, Fräulein. Du hast gleich wieder Momentum. Think you're clever? Think you're cool? You ain't the only one with power, little geek. Power Titten? Ja. Ich wusste es, dass es abwärts geht. Und jetzt ewige Fallsequenz. Ich schau, wann sich's wiederholt. Wiederholt sich. Was war das? Ja, Boden. Ground Smash. Ach, ja, gut. Und warum warst du so rot, meine ich eigentlich? Ja. Und nix. Ich hab ja nur noch was zu. Mal stirbst, aber ich gegen dich. Wow. Ja, wir kommen in China. Moment. Warum? Okay. Fällt schneller als diese Klappe. Oh oh. Yay! Ich wusste... Ich bin tot? Ja. Oh. Weißt du, was mir gerade auffällt? Wir haben keine Zeit gemessen. Ja. Gut, du darfst jetzt einfach mal hier die Arena spielen und... Wenn ich tot bin, dann... Oder sie geschafft hast. Oh, du fängst ja mit halbem Leben an. Okay, erstmal wieder in die Kontrolle reinkommen. Der Kontrollpunkt ist nicht am Anfang des Kampfes, sondern schon... Impfsturz. Nein, die Röhre hat keinen. Lass das mal! Okay, ich hätte irgendwie den drücken müssen, aber ich weiß nicht mehr, welcher Knopf das genau ist. Ich glaube, das ist der rechte. Halt den Teleporter-Knopf. Okay, jetzt hab ich wieder der China-Wurf. Wieder der China-Witz. Ja. Kann man abziehen. Erst jetzt auf. Ich mag dich nicht. Lass mich. Aua. Das war genau im richtigen Moment teleportiert. Aua, geht. Okay, ich geh mal weg. Lass mich in Ruhe. Funktioniert so nicht. Doch, es funktioniert so. Siehst du, das funktioniert. Wow. Du bist der Meister der Lame-Taktik. Ich weiß. Erst jetzt mal auf, Schlampe. Oh nein, der Finisher Move. Weg. Teleport. Ah, lass mich. Mag dich nicht. Ja, sie mag dich auch nicht. Warum verbringen wir denn Zeit miteinander? Nein, mich nicht teleportieren können. Ich hasse dich. Oh, der Teleport-Cooldown. Oh, Wahnsinn. Der übelste Lame. Ach ja, das ist nicht schön. Wenn man ein Superheld ist, der das Leben einfach schnell regenerieren kann. Ach ja. Boah. Ich glaube, ich habe irgendwas erreicht. Komm schon, Baby. Du mich auch. Ich habe nichts für Blutspucken übrig. Weißt du, du hast sie nur besiegt, weil ich sie schon angeschwächt hatte. Halt die Klappe. Ich habe sie nur besiegt, weil ich weiß, wie man ordentlich lame. Oh. Hey, hot tits, the pipe I was offering gives way more pleasure. Oops. Oh, come on! No, please, take your time. Ja, reiß mir uns den Arsch auf. Richtige. Something, please! Teleportier dich, Mann! Ja, nein, das wäre zu einfach. Ja, muss ja so laufen. Let's not do that again, okay? Okay, ich würde sagen, muss Verfolgung fortsetzen, aber in der nächsten Folge. Nein, Titten angucken. Nein, du darfst in der nächsten Folge Titten angucken. Oder in der Pause. Na gut. Ich denke, unsere Zeit ist vorbei, also... Ich denke nicht, aber was soll's. Ich denke, wir werden jetzt einfach eine Pause machen. Und wenn das jetzt bloß ein 5-Minuten-Part war... Dann schneiden wir das hier gerade raus. Dann tun wir ein paar von unseren Outtakes dazu schneiden, damit ihr noch ein bisschen Spaß habt. Okay. Also. Man sieht sich. In der nächsten Folge. Also eigentlich hört ihr uns. Verdammt, tschüss. Ich bin schon genauso dämlich wie du.